Also es geht eigentlich um den isolierten Zucker. Zucker in Obst ist eine andere Geschichte. Im Großen und Ganzen ist Obst sehr gesund und der Zucker im Obst spielt kein Problem, weil er halt im Paket kommt mit allen möglichen anderen Substanzen. Also da sind Vitamine und Ballaststoffe dabei, das ist kein Problem. Wir haben nur ein paar Obstsorten, die sind stark überzüchtet und sehr übersüßt. Die können uns auch ein Problem machen. Wir haben uns so entwickelt, dass wir die Sachen, die in der Natur so vorkommen, dass wir die optimal verstoffwechseln können. Das ist nun mal Evolution. Und wenn man sich dagegen wehrt und Fertigprodukte kauft, dann hat man, dann fängt das Problem an. Also dann ist der Zucker isoliert, dann sind die wichtigen Bestandteile aus dem Lebensmittel entfernt worden, die wir auch mit zur Verstoffwechselung brauchen. Und dann funktioniert der Körper irgendwie anders, wie er nicht soll. Also so, dass es uns Probleme macht. Wenn man das über viele, viele Jahre macht, dann meldet er sich irgendwann und sagt, jetzt haben wir ein Problem, du musst dich vielleicht umstellen. Und das verstehen die meisten nicht. Ich muss sagen, es sind viele Frauen, die so Mitte 30 bis 60 auf den Trichter kommen, dass sie halt keinen Zucker mehr essen möchten. Und die sind alle damit aufgewachsen, Low-Fat. Und die sind erst sehr kritisch, wenn ich sage, keine Low-Fat-Produkte mehr, alles nur noch Vollfett und ruhig viel mehr als sonst. Dann sind die ganz ungläubig, machen die das und dann sind die so glücklich, weil die so satt sind. Das ist einfach so ein gutes, warmes Bauchgefühl. Ne? Und deswegen hat das sehr viel mit Schlemmen zu tun. Auf jeden Fall altert man langsamer. Ich bin ja schon 60. Wow! Nein, das stimmt nicht. Nein, aber man altert langsamer, weil es gibt auch dieses Phänomen der Verzuckerung der Eiweißkörper, der Eiweiße im Körper. Mhm. Das heißt, Eiweiß und Zucker verschmelzen miteinander und das nennt man sozusagen Endprodukte. Endprodukte, weil sie nicht weiter verarbeitet werden können im Körper. Und die lagern sich im Bindegewebe ab. Und dann altert man schneller.